In der Tat ist es so, dass Deutschland oder die deutsche Bevölkerung die Zukunft am liebsten schwarz sieht. Deswegen gibt es ja auch das Lehnwort Drum Angst im Englischen. Richtig ist, dass die Bevölkerungsentwicklung mit Problemen verbunden ist. Und wir betrachten sie meines Erachtens zu sehr als Bedrohung, als Folie eines ökonomischen Niedergangs. Und wir diskutieren, denke ich, zu wenig, dass man auch erfolgreich altern kann. Es gibt bei uns einen Begriff, demografische Zeitbombe. Falscher geht es nicht. Bomben pflegen mit einem lauten Knall zu explodieren. Die Bevölkerungsentwicklung explodiert aber nicht. Die ist sehr viel mehr mit einer Gletscherschmelze zu vergleichen. Man schaut aus einem Fenster seiner Berghütte nach unten und sieht von Tag zu Tag nichts. Wenn man nach 20 Jahren die mit dem Handy gemachten Fotos vergleicht, sieht man auf einmal viel Neuland. Und das ist Bevölkerungsalterung, Demografie. Ein schleichender Prozess, der zu Problemen führt, weil man nichts tut, weil sich scheinbar nichts ändert, der aber, weil er so langsam ist, auch Möglichkeiten eröffnet, sich darauf einzustellen. Und in einigen Bereichen hat man in Deutschland schon einiges gemacht, in der Rentenpolitik sehr viel mehr, als wir glauben. Aber die wichtigen Fragen haben wir nur bislang sehr unzureichend angesprochen. Und die wichtigen Fragen, das erfolgreich Altern, besteht meines Erachtens in der Zukunft weniger darin, die sozialen Sicherungssysteme umzubauen. Das wird man machen müssen, aber das entscheidende Problem, die entscheidende Herausforderung ist eigentlich eine andere. Schauen Sie, wir haben heute 81 Millionen Einwohner und bis 2050 werden daraus 70 Millionen. Ja, Rückgang von etwa 15%. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter, das sind die zwischen 20 und dem gesetzlichen Renteneintrittsalter, gehen von 50 Millionen heute auf dann also 35, 36 Millionen zurück, ein Rückgang von etwa 30%. Und das ist das große makroökonomische Problem. Wir haben ein langfristiges Produktivitätswachstum der Stundenproduktivität von 1,5%. Nach Lage der Dinge wird sich das nicht ändern. Und das bedeutet dann, da die Zahl der Erwerbstätigen abnimmt, insbesondere im Vergleich zur Bevölkerung, hat man eine Wachstumseinbuße und zwar insbesondere pro Kopf. Alterung frisst Produktivität und Wachstumschancen. Und daran muss man ansetzen. Und das kriegt man nicht hin durch Sozialreformen. Das muss man machen durch eine Erhöhung der Erwerbsquoten, durch Technologiepolitik, durch Bildungspolitik und natürlich auch durch eine Verlängerung der Arbeitszeit. Und deswegen ist eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit mindestens so sehr Wachstumspolitik, wie es eben Rentenpolitik ist. Und diesen Fokus müssten wir ins Auge nehmen. Und dann sehen wir, dass wir noch eine ganze Menge von Politikfeldern haben, wie wir diese Wachstumsbremse, Bevölkerungsalterung lockern können. Und das ist eigentlich die zukünftige Ausgabe. Und hier übersehen wir oder sehen wir immer nur die Ängste, aber nicht, dass wir doch noch eine Menge an Stellschrauben haben, an denen wir drehen können. Man sollte das nicht angstbesetzt diskutieren. Man sollte die Bevölkerungsalterung nicht als die Folie eines ökonomischen Niedergangs benutzen. Natürlich ist das eine Wachstumsbremse, aber wir haben Zeit, diese, sagen wir mal, Bremsbacken zu lockern. Und ich denke, man kann das machen und man muss es auch machen. Nur wenn wir jetzt eine Politik des Vogel Strauß machen, den Kopf in den Sand stecken und nur sagen, alles wird schlimm und schrecklich, das ist das Falscheste. Und man soll auch nicht so pessimistisch sein. Die Politik in der Alterssicherung, das ist ja mein Spezialgebiet, hat sich in den 80er Jahren schon damit beschäftigt. Damals wurde für Westdeutschland für das Jahr 2030 ein Beitragssatz von ungefähr 40% prognostiziert. 40%. Dann gab es eine große Rentenreform, die wurde am 9. November 1989 vormittags verabschiedet. Am Nachmittag fiel die Mauer und damit waren alle Annahmen dieser Rentenreform schon Makulatur. Aber mit dieser Reform ist es gelungen, den Beitragsanstieg auf etwa
28% zu dämpfen. Und dann gab es eine ganze Reihe von weiteren Reformen und heute sind wir bei einem Beitrag von 22%. Das heißt, das Finanzierungsproblem der gesetzlichen Rente ist ziemlich weit gelöst. Allerdings, und das ist jetzt die zukünftige Aufgabe, das war mit massiven Leistungsrücknahmen verbunden. Und wo wir noch Probleme haben, ist der Ausbau der ergänzenden kapitalgedeckten Systeme. Da haben wir im Jahre 2002 mit angefangen, aber so erfolgreich war das noch nicht. Da müssen wir in der Tat weiter arbeiten, dass eben eine Mischung aus nachhaltig finanzierbarer, stabiler gesetzlicher Rente, die ja, in der langen Perspektive eher eine Basissicherung wird, in Kombination mit Betriebsrenten oder privaten Renten, dass diese mischfinanzierte Alterssicherung, dass die dann eben lebensstandardsichernd ist. Meiste Aufgabe, um eben eine ja, angemessene Alterssicherung zu gewährleisten, wird in der Zukunft weniger im Bereich der sozialen Systeme sein, sondern mehr in der Verbesserung der Effizienz und Flächendeckung der kapitalgedeckten Ergänzungssysteme. Das scheint mir schon also ziemlich klar zu sein.